Hallo und willkommen zu einer Folge Two Point Hospital. So, wir bauen heute unser nächstes Krankenhaus. Wir haben nämlich die beiden zur Auswahl. Das hier kriegen wir dann erst, wenn wir bei den beiden einen Stern haben. Aber wir gehen ja eh wieder für die drei Sterne. Und wir fangen erstmal an mit Tumble. Behandeln Sie verschiedenste Brüche und Schrammen auf diesem subalpinen Spielplatz. Den Mittelpunkt des Countys für Wandern, Angeln und Stürze. Okay. Also geht es hier wohl um Brüche zu behandeln. So, willkommen in Tumble. Diese kleine Stadt zieht Touristen aus dem ganzen County an, die dort die Tumbleweed erklimmen und durch die Tumble Downs wandern. Zu unserem Glück kommt es dabei jährlich zu hunderten Knochenbrüchen. Katsching! Weiter. Wir müssen eine Frakturstation bauen, um all die Verletzungen zu behandeln zu können. Ich würde den Bau einer normalen Station und weiterer essentielle Zimmer empfehlen. Sorge mit Heizkörpern dafür, dass niemand frieren muss. Weil es ist ja kalt, oder was? Wahrscheinlich schon. In Tumble sind regelmäßig seismische Aktivitäten zu beobachten. Deshalb sollten wir die Erdbebenwarnung im Auge behalten. Wir werden außerdem Hausmeister brauchen, die sich um etwaige Schäden kümmern. Okay, das heißt, wir haben Erdbeben, Kälte und Brüche. Das sind quasi hier das Thema. Vom Erdbeben, Alter. What the fuck? Was ist das denn jetzt auf einmal? Ey, wir haben Hubschrauber an dem Platz. Sieht mir so aus, oder nicht? Okay, das ist unser Krankenhaus. Das sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus, wie es hier aufgebaut ist. Was sind unsere Extrahäuser hier? Da haben wir ja keine. Das hier hatten wir, das hier, auch hier. Erst in die Richtung hier weiter irgendwann. Das hier auch? Nee. Okay, so. Wir haben 200.000. Ja, wir haben Heizkörper freigeschaltet, ist sehr schön. Heile 50 Patienten, Heilungsrate von 60%, erreiche einen Temperaturkomfort von 60%. Okay. Temperatur. Dann fangen wir erstmal an mit unserer Aufnahme. Die kommt logischerweise dann einfach hier drüben hin. Obwohl, für den Ziel würde das so reichen, ne? Hey, ich will die Kamera drehen, hallo. Weil ich kann jetzt eh 3 breit machen, weil da muss eh ein Raum hin, der noch 3 breit ist, ja. Also von daher. So, Klappe. Ich kann dann sogar vorne mit dran. Damit wir dann eben gleich einen Raum bauen können. Du dahin. Komm hier noch einen Mini-Aktenschrank. Können wir da unter so machen. Bam. Das war's aber auch. Ein Heizkörper. Wir wollen ja nicht, dass unser Mitarbeiter hier friert, ne? So. Upp. So, dann brauchen wir eine Arztpraxis auf jeden Fall. Upp. Ich brauche jetzt überall einfach einen Heizkörper rein? Wahrscheinlich schon, ne? Hup. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Apotheke wieder. Daneben bauen. Das Ding ist, ich glaube, sowas wie die Entleuchtungsteil da, diese komische Töpferei, die glaube ich, baue ich das mir erst gar nicht. Sondern erst, wenn das Spiel sagt, wir brauchen die. Weil gefühlt, wie gesagt, im letzten Level, da waren die gefühlt einfach komplett unnötig. Ich weiß gar nicht, also wir hatten vielleicht irgendwie, wenn überhaupt irgendwie 1, 2 Patienten oder so. Ich weiß gar nicht, vielleicht hatten wir auch gar keine gefühlt. Haben wir eigentlich jetzt schon das Zimmer freigeschaltet hier? Mit dem, hier oben, Frakturstation. Dann bauen wir die, machen wir das E4x3, dann können wir die nämlich hinten reinbauen. Upp. Also ist das quasi auch so ein Stationszimmer oder was? Nee, doch nicht. Das Teil ist auch so. Dann so. Ach du Scheiße. Hä? So, das in dem 4x3. Okay, warte, wir müssen das Ding hier bauen. Ansonsten passt. Bist du das gewesen? Jo, passt du das hier nämlich nicht rein. Brauche ich ja mehrere Betten davon auch? Kannst du dich bitte. Hallo. Du drehst dich mal so komisch. Kann ich dich nicht weiter drehen? Das muss so eine Wand platziert sein. Ja, mal sehen, ob das so reicht oder ob wir vielleicht später davon noch eins brauchen. Ein Spind. Kommen wir mal hier rein. Ein Spind und natürlich unsere Heizung. Die brauchen wir hier. Bumm. So. Und dann bauen wir noch Pause am Toilette. Und sie sagt, danach würde ich erst irgendwas bauen, sobald dann kommt. Jo, wir haben ja die Krankheit hier. Bau dafür mal was. Das heißt, wir bauen jetzt hier noch ein Pausenzimmer. Und was ist, wenn die schon alle hier arbeiten, baue ich das glaube ich auch hier hin. Wie breit bist du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schon eine richtige Scheißbreite eigentlich, ne?
Wir könnten halt drei Reihen machen und so einen schmalen Weg dazwischen bauen. So von der Theorie her. Hier hinten ist halt eh schon die Tür, ne? Oder glaube ich, mach ich die Räume einfach so quasi. Weil wenn eh eine Tür ist. Bis jetzt Platz war ich nie das Problem. Wir können ja immer irgendwann auf ein neues Gebäude übergehen. Also von daher. Ja, dann machen wir da den Pausenraum hin. Oder was hier gerade war, ist das der Pausenraum? Ja. Tür mache ich ja noch dahin. Bum, bum. Heizkörper. Und hier eine Sonicblume. Upp. Und noch die Toilette. Waschbecken. Und natürlich die Heizung. So, und dann müssen wir natürlich noch erstmal so noch Objekte bauen. Brauche ich wieder überall Bänke. Da eine Bank. Da eine Bank. Da eine Bank. Dann bauen wir da einen Getränkautomaten hin. Snackautomaten. Mülleimer. So. Mein Mitglied ist das Ding nicht. Ich weiß nicht, ob meine mittlere Maustaste irgendwie ein bisschen kaputt ist, ey. Ich hätte noch nie ein Feuer bei mir irgendwie, ne? Ich weiß nicht, das Gefühl ist eine Feuerlasche schon so ein bisschen unnötig. So. Dann machen wir vorne vielleicht auch nochmal ein. Und natürlich noch die Heizung. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Radius die von der Theorie hat. Okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall noch einen hinbauen. Jupp, weiß ich, kann mich auch noch eine Blume reinstellen. Achso. Die ist natürlich ungültig für das Zimmer, eine Sonic-Blume. Aber der Baum, den dürfen wir da reinstellen, oder? Ne. Darf ich eine normale Pflanze da reinstellen wenigstens? Ja. Upp. Okay, da würde ich sagen, starten wir es aber erstmal. Nee, beziehungsweise müssen wir Leute einstellen. So, was brauchen wir denn hier? Wahrscheinlich einen Arzt, oder? So, das sieht auf jeden Fall kompliziert aus. Wenn wir eben den Raum hier anklicken. Wir sehen nur Krankenpfleger. Okay, Krankenpfleger, Arzt. Okay, dann nehmen wir doch erstmal den billigsten Arzt. Und wir brauchen zwei Krankenpfleger. Was kannst du hier? Ja komm, nimm mir aber den, ey. Was soll's? Du kannst ja da dran arbeiten. Und das ist noch billiger. Do. Und wir brauchen natürlich noch einen Assistenten und einen Hausmeister. Was kannst du hier? Aufnahme Verkaufskompetenz. Das ist eigentlich ganz praktisch. Wo ich nicht weiß, was der Unterschied das überhaupt macht. Also, der nimmt dir eh nur an, oder nicht? Finde ich sogar billiger als die beiden. Den nehme ich auf jeden Fall. Und Hausmeister, so. Du kannst auf jeden Fall Sachen updaten, aber wir haben keinen Geisterjäger bisher dabei. Dann nehmen wir erstmal den hier. So. Dann würde ich sagen, geht los. Guck mal, das Temperaturding haben wir logisch also nicht geschafft, weil natürlich hier nur alles kalt ist und hier. Ja, schon, das wird 50% nein, wird auch schon eine Weile dauern, ne? So, kommen wir mit den ersten irgendwie. Tja. Keine Patienten in Sicht. Schade aber auch. Wir wohl keiner arbeiten. Arbeiten, keiner behandelt werden. Hä? Was ist denn hier los? Ach da, komm, Leute, die kommen echt mit einem Hubschrauber angeflogen. WTF. Hat der wohl seinen Arm gebrochen, wie es aussieht. Finde ich, dass er auf die Bank hinsetzt, anstatt auf die, die direkt daneben ist. Ey. Folge kann upgrade. Okay, ja, das kann upgradet werden, wir wissen. Müssen wir das jetzt machen? Nein, eigentlich nicht. Oh, was hast du jetzt für einen Raum? Weitere Diagnose benötigt. Oh. Das heißt, wir brauchen unser anderes Zimmer jetzt hier auch noch schon.
Die hier brauchen wir noch. 3x4. Ja, komm, dann nimmst du den ganzen Raum hier unten einfach. Blup. Blup. Heizkörper da. Heizkörper da. Heizkörper auf der anderen Seite. Pflanzen wir noch. Das reicht auch. So. Und da muss auch ein Krankenpfleger rein, ne? Jo. So, was soll denn da? Warte, wir müssen natürlich noch hier Banken bauen. Jetzt haben wir eigentlich mit so viel Platz hier, wo einfach gar nichts ist, ne? Hm. Vielleicht baut er doch noch irgendwas drin, ne, gefühlt. Wir können ja noch, haben wir nicht noch irgendwelche. Oh, die zwei breiten Zimmer, das sind nur die beiden hier gewesen, ne? Ich hätte die vielleicht einfach so hinbauen sollen. Und vielleicht bauen wir es nochmal um. Wir können ja quasi das Zimmer einfach so platzieren. Dann haben wir immer noch einen zwei breiten Weg da. Dann können wir hier vorne lieber noch ein Zimmer später hinbauen. Macht damit ein bisschen mehr Sinn. Wir müssen halt die Türen platzieren, dann wäre nicht das Problem. Vielleicht doch. Jetzt wirklich kurz da hinten hin. So. Vielleicht können wir da noch einen Raum hinbauen. Wie sieht es jetzt aus mit Heizkörpern? Dann kannst du noch einen zweiten rein. Bup. In die Ecke noch einen. Bup. Den lassen wir erstmal stehen, dann kommt der später im Raum wieder hin. Pflänzchen hier noch. Ja, so. Und das haben wir jetzt auch schon, die Temperatur. Deswegen wird es wahrscheinlich beim nächsten Update dann irgendwie sein bei, keine Ahnung, 70% oder 75%. Ja, und dann beim letzten eben schon bei 90% oder sowas in der Art und Weise. Also bei 3 Sterne Krankenhaus kann ich mir vorstellen. Muss jetzt, ist jetzt gekommen, weißt du, hat einen gebrochenen Arm, musste erst zum Arzt, muss dann wieder dahin zu dem Typen. Und jetzt kann er erst seinen Arm geheilt werden, ne? Jetzt geht er wieder zum Arzt zurück. WTF, ey. Wir kommen ganz schön wenig Kunden, ne? Oder Patienten. Wir haben ja 2 Patienten hier gerade, boah. Der darf jetzt auch wieder zurück. Ne, der Decke ist da hinten hin. Ja, guck, wie schnell es jetzt hier oben geht, oder wieder echt, da ist noch eine Ewigkeit drin sitzen. Also bisher kommen auch nur Leute mit Knochenbrüchen, ne? Und die da. Das scheint schon eine Weile zu dauern hier oben. Als erstes haben einen Patienten Protiseptiker noch seziert, aber dafür eine Blüte. Okay, wir brauchen eine Station. Alles klar. Das haben wir, Frakturstation. Das ist ja ein bisschen zu warten. Okay, dann bauen wir jetzt eine normale Station. Ich glaube, dafür ist das Ding hier aber ein bisschen zu klein. Dann passt da wieder kaum Betten rein. Wir müssen größer machen, dafür ein paar mehr Betten da reinklatschen. Da brauchen wir davon nämlich auf jeden Fall keine zweite irgendwann mal bauen. Passt das? Leute, das passt ja sogar. Sei schlapp mal passe? Ne, das geht so auch nicht auf, ne? Wenn ich da anbaue, dann genau geht das nicht. Ich glaube nicht, dass ich ja so mehr. So kriege ich 4 Betten da rein. Wie viel kriege ich so da rein? Das sind auch nur 4 Betten, ne? Obwohl, ne, so passt ja vielleicht noch. Ja, tada, 5 Betten. So. Und da musste ja auch ein Krankenpfleger rein, ne? Einstellen. So, was haben wir denn für welche hier? Du bist doch hier für die Dinge, das ist auch ganz gut. Stell dich hier ein. Du sollst schon mal einen zweiten Arzt einstellen. Wir haben jetzt einen Arzt nur eingestellt und wenn der mal Pause macht, arbeitet da wieder keiner. Selbst sag beim Assistenten, weil bei den Krankenpflegern, die wechseln sich ja vielleicht so noch irgendwie ab, wenn da oben gerade, wenn hier gerade nichts zu tun ist oder so, sag ich mal. So. Ja, dich, du kannst gar nichts. Jetzt mal dort in diesen Raum einsetzen, ne? Wir können auch wieder ein Weiterbildungszimmer bauen, so von der Theorie her, die weiterbilden, mit der irgendwas können.
kann, glaube ich, da seid ihr mal bauen, bei euch oben rein. Oh, das fehlt die Heizung noch in dem einen Raum da. Da fehlt uns noch eine Heizung. Kann ich von hier aus dann eine Heizung einbauen? Also, obwohl ich eigentlich noch im anderen Zimmer bin. So, das sollte für euch reichen. Können wir stellen, was können wir denn schon so machen? Psychiatrie haben wir noch gar nicht. Diagnostik, didadid. Und Standort Geistiger brauchten wir eigentlich hier für unseren Typen. So. So. So starten. Weil der konnte ja nur upgraden, wenn ich mich nicht täusche, ne? Jo. Oh, da ist einer gestorben, schade. Hoffen wir, dass er jetzt nicht sofort zum Geist wird, sondern es wird der übernächste Tote. Und noch haben wir keinen Geistiger. Halt 6 Patienten mit Portiset. Und tot, wird nicht zum Geist, wird nicht zum Geist. Ah, Geist. Naja, der muss jetzt warten, bis er das Ding geupdatet ist. Können wir sonst auch nichts gegen tun. Und noch einer tot. Warum sterben die denn alle? Das ist auf jeden Fall nicht gut hierfür. Ich bin ja schon auf hohes Tempo, wa? Jetzt kommen wir halt immer die billigsten Leute einstellen. Weil die wollen alle hier oben rein in die Station oder was? Ich glaube, ich brauche eine größere Station in dem Spiel. Ganz ehrlich, glaube ich, das Ding ist, da arbeitet ja nur ein Krankenpfleger drin, ne? Aber ich kann eigentlich, ich glaube, ich kann ja mehrere drin einstellen, ne? Oder nicht, geht das nicht irgendwie? Ja, hier kann ich das natürlich auch so machen. Dann baut nämlich, glaube ich, den Raum einfach größer und setzt den jetzt quasi einfach hier irgendwie ran. Ich baue den mal kurz um hier. Nein, ich will den Raum anklicken. Dann bearbeiten. Dann nehmen wir kurz mit. Weiter nicht bis hierhin. Okay, das ist so 3 Betten mehr, aber eins sollte es ja langsam dann mal reichen. Vielleicht noch die zweite Umkleide dann. Falls das noch passt. Ne, passt hier wahrscheinlich nicht hin, ne? In der Theorie, wenn ich die alle bis vorne ranbaue, vielleicht in die Ecke dann rein. Aha. So, und dann machen wir hier. Wir haben kurz dich. Kommst auf jeden Fall wieder mit rein. Und zusätzliches Personal. Was mit Diagnosenbehandlung? Achso. Ja, für beides, oder nicht? Es gibt mehrere Sachen, oder was? Egal, wir machen einfach einmal zusätzliches Personal. Und stellen noch einen Krankenpfleger ein. Ja. Dann geht das nicht. So, geht doch nicht. Achso, wir sollten da vielleicht mal eine Bank vorbauen oder so. Oder ein paar mehr Bänke. Bei so vielen Leuten wieder warten. Ja, so BAM. Broschüre. Pflänzchen. Dann Pflänzchen. Also ich brauche dann wieder hinten nochmal eine Heizung, glaube ich. Oder? Wohlbäume brauchen wir gar nicht. Aber hier draußen brauchen wir eine Heizung. So. Und Mülleimer brauchen wir auch noch. Jetzt bringt mir das überhaupt noch einen zweiten Typen drin zu haben, weil ich da nur einen so einen Tisch habe. Ja, wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. So, wann bist du hier fertig? Okay, der hat seine Ausbildung abgeschlossen. So, jag den mal. Ich bringe das Ektoplasma hier mal weg. Wir sind ja eigentlich schon upgraded, aber sonst haben wir keine Maschinen, bis wir die upgraded werden können, ne? Hat jemals upgraded werden? Doch du. Easy Scan. Ja, der Bett einfach voll hier, ey.
Aber was wird über so eine Patienten? Tja, du musst warten. Der nächste. Und das haben wir jetzt auch mittlerweile erfüllt hier. Müssen nur warten, bis wir 50 Patienten fertig haben. Weiterbildung benötigt. Wieso? Hast du, weil du gar keine hast. Auch gut. Was, wer bist du überhaupt? Pflegeschülerin, Reh. Was brauchen wir in der Pflege denn am meisten? Dann da unten arbeiten ja zwei. Tja, wo arbeitet die denn überhaupt? Arbeitet die hinten teilweise? Ist halt immer frei, wo die denn arbeiten, ne? In dem brauchen wir natürlich die Diagnostik ganz gut. Na komm, machen wir einfach. Weiterbilder. Ach, da ist mal sowas wie Endtempo steht mit bei. Arbeit, Nahrungspraxis, bam. Also ich kann auch andere da gleich mit reinbatschen, dann haben die alle das. Und ja, macht das keinen Sinn, das alles zu geben, wie gesagt, wenn die das nicht unbedingt brauchen. Machen wir zwei Stück, die kriegen das. So. Und wieder ein Toter mehr. Schön. Jetzt haben wir keinen Arzt da oben drin, weil der Weiterbildung macht, ne? Hm. Dann stellen wir doch dich noch ein. So, die Schlange hat sich unten jetzt auch gelegt. Tütüt. Verdiene 100.000. Ja gut, werden wir sehen, ne? Ob wir das schaffen. Ding noch fertig, dann macht er das dann schon. Ich hoffe mal, dass er nicht dann dahin rennt, sondern den Geist erst vernichtet. Hm. Tja, schade. Macht er wohl das Ding zuerst fertig, naja. VIP. Oh, wir brauchen ein neues Ärztezimmer, sehe ich gerade. Da warten schwer 6 Leute vor. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich das eben da keine Leute drin hatte, keinen Arzt drin hatte. Okay, aber ich würde sagen, das war's für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.